So, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Call of Duty Black Ops, das letzte Mal stehen geblieben in Vietnam beim Panzer zerstören, was wir jetzt auch erledigt haben. Zack. Und ich nehme wieder mein altes Gewehr mit und laufe jetzt noch nach oben zu Woods. Okay. Komischer Weg, aber das kriegen wir schon hin. Boah, ist das am Krachen hier. Mein Gott. Okay. Los, Woods, zeig uns, wo lang. Ah, wir verkriechen uns also. Alles klar, ja, dann geh mal vor. Ich komme hinterher. Oder so. Jetzt natürlich auch. Oh Mann. Alles klar, okay. Die sind ja echt überall. Wieso? Ameisen. Insekten. Was auch immer. Ah, los. Sollen wir irgendwas bestimmt tun? Nee, okay, wir sollen also die NVA zurückdrehen. Okay. Dann tun wir das mal. Ein guter Rambo-Manier. Einfach durchrennen und wow. Alles über den Haufen ballern, was uns in den Weg kommt. Granate. Ich hasse Granaten. Hab ich schon mal erwähnt, dass ich Granaten hasse? Ich glaube noch nicht, oder? Was denn? Was muss ich denn? So. Die zwei habe ich noch gewartet. Sie hat nämlich hinterhältig getötet, bei meinem Glück. Zack. So, den haben wir auch. Ach. Da sind auch noch welche. Gut. Ach nee, das merke ich selbst, dass ich getroffen werde. Danke für den Hinweis, Woods. Wo muss ich denn jetzt hin? Um gut zu wissen. Reicht das nicht, wenn ich im Graben bin? Nee, ich muss tatsächlich hier so... Okay. Gut, er hat also nur die Richtung angezeigt und nicht irgendwas, was ich aufsammeln muss oder so. Von daher hätte ich auch durch den Graben gehen können. Aber hier geht's nicht weiter. Deswegen gehen wir nicht durch den Graben. Wow. Okay. Hier ist eine Bombe hochgegangen. Oder mehrere Granaten. Sieht auf jeden Fall nicht mehr so gesund aus hier. Okay. Aber einfach nicht stehen bleiben, sondern den Hügel weiter stürmen. Wir sollen sie jetzt zurückdrängen. Und von daher tun wir es dann auch mal. Hey Leute, was macht ihr denn hier? Liegt ihr hier so rum? Hab ich euch bei irgendwas gestört? Tut mir leid. Was? Wer schreit wieder? Ich habe jetzt immer Angst, seit Call of Duty World at War, immer wenn ich einen schreien höre, dass es ein Kamikaze-Angriff ist und ich dann zu spät reagiere und mal wieder sterbe. Wie so oft. Na gut. Wir kommen hier gut voran. Komm schon. Da stand auch noch einer. Bevor der unseren Kollegen da hinten umgenietet hätte, niete ich über den um. Dabei... Ich wollte gerade sagen, dabei geht es mir auch nicht sonderlich gut. Kaum sage ich das, erwischt mich eine Granate. Ach, mein Kumpel. Bleib's liegen. Okay, da oben stehen ein paar. Die halten uns ganz schön auf. Ja, verdammt, ich dachte, das könnte explodieren. Aber ich habe ja was zum Explodieren dabei. Wieso benutze ich das eigentlich nicht? Ich damit eh nicht gut umgehen kann, deswegen wahrscheinlich. Wow. Komm schon. Oh. Ja, Ladehemmungen in so einem Moment ist natürlich scheiße.
Hat der jetzt gerade den Revolver hergeholt? Naja. Nicht angreifen! Wiederhole! Nicht angreifen! Feuer! Genau dorthin! Ich versuch's normal! Bleib bei mir! Befehl aufgehoben! Nichts wie weg da! Okay. Was geht denn jetzt ab? Bitte wiederholen! Zu mir! Ah, yeah, wir dürfen Jeep fahren. Das ist ja cool. Los, hopp, da rein. Ah, wieso darf ich das hier nicht benutzen? Ach, ist doch auch egal. Okay, wir sollen mal wieder Panzer zerstören. Und wir haben einen tollen Granatwerfer bekommen. Ja, aber um einiges beweglicher. VF-143, Autorisierung Sierra Oscar Golf X-Ray. Beschuss mit oberster Priorität auf mein Kommando. Ah, okay, jetzt darf ich. Bam. Schön, mit Lenkraketen. Das ist toll. Lenkraketen mag ich. Au. Ja, wir dürfen jetzt hier allerdings nicht selbst zu dem zu der Waffe wechseln. Ist der geflogen gerade. Sondern, ja, müssen halt immer warten, bis uns das vorgegeben wird. Weil er jetzt von Panzer zu Panzer fährt, durch dieses kleine Dorf hier. Was aber auch cool gemacht ist. So. Da haben wir noch einen. Bam. Und da haben wir noch einen. Wir müssen aufpassen, dass uns nichts im Weg liegt, wo die Rakete direkt gegenfliegen kann. So, die Hälfte hätten wir. Du hörst auf, mich zu ballern. Genau wie ihr da hinten. Boah, hab ich wohl getroffen. Hätte ich jetzt gerade nicht von mir erwartet. Hätte ich uns fast selbst in die Luft gejagt. Gut. Gar nicht mehr so viel Munition. Auch so, jetzt kriegen wir schon hin. So, warte mal, wo? 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 Da. Ja. Boom. Alles klar, den haben wir. Den haben wir auch. Wo ist der andere jetzt? Ach, da hinten. Wie soll ich denn da hinkommen? Ach nee, da ist der. Okay, aber da hinten fuhr noch einer rum, deswegen dachte ich, er wär's. Oh, hier ist zu viel im Weg. Fliege ich nur gegen, der muss sich ein bisschen freier stellen. Sehr gut. Okay, die haben wir. Sehr schön. Ja, und hier kriegt er noch ein paar Granaten zum Abschied. Es ist vorbei. Nein. Es fängt nur was anderes an. Wir kommen wieder. Bowman! Du siehst scheiße aus, Mason. Also daran ist Vietnam schuld. Schön, dich zu sehen, Eric. Jason Hudson, CIA. Wir möchten über Ihr Aufeinandertreffen mit den Russen in Laos sprechen. Wir haben von einem Überläufer gehört. Nein. Er hat sich dem McVie gestellt. Sie waren dort nicht. Er hatte Informationen über Dragovic. Alles. Aber es war hoffnungslos. Schluss damit. Die MVA hatte die Stadt umstellt. Das McVie war so gut wie abgebrannt. Der Überläufer war mit Sicherheit tot. Er war nicht tot. Es war hoffnungslos und zielgefühlt. Wieso? Sein Schutzteam hatte den Funkkontakt abgebrochen. Er durfte nicht tot sein. Ich brauchte diese verdammte Akte. Huje, da wurde Ihnen so manches allmählich klar, Mason. Der Überläufer. McVie-Anlage in Sicht. Da liegt eine Menge Scheiß vor Ihnen, Wurz. Wir wollen einen Überläufer mit Informationen über die Sowjets in Vietnam holen. Wir haben den Kontakt zu seiner Eskorte verloren. Aber vielleicht sind sie im McVie-Schutzraum. Wir erfinden ihn, wenn er lebt. SRG X-Ray Team, einklinken. Hier, Spaß 12.
Sie fasst auch Brandmunition. Wo soll's hingehen, Mason? Was? Spaß 12? Ja, Woods ist eine harte Sau, wie man sieht. Und die Landung war auch nicht gerade weich. Okay, ja, das nenne ich mal wirklich ein Katastrophengebiet hier, so wie das aussieht. Bam! Oh. Okay, das ist wirklich Brandmunition. Alles klar. So, wir sind jetzt in Hue und Mason ist auf der Suche nach einer Akte. Und ich sag mal so, die Stories von den Call of Duty-Spielen, die sind an sich wahrscheinlich gar nicht mal so uninteressant. Sie sind nichts Besonderes, weil sie sehr patriotisch sind und halt böse Mächte und Krieg und so weiter. Aber dadurch, dass sie immer so kryptisch erzählt werden und immer so schnell abgehandelt werden, kriegt man kaum was mit. Deswegen ist da eher das Spielerlebnis an sich das, warum es einen reizt und nicht die Story. Es wäre doch mal geil, so ein Ego-Shooter mit richtig geiler Story. Also mit so... Es gibt natürlich Ego-Shooter mit guter Story, mein Gott. Aber jetzt mal so richtig eine Story, so Heavy Rain-mäßig. Dass die euch wirklich so emotional richtig packt und... Keine Ahnung, das wäre doch mal geil. Wenn ihr zufällig so einen kennt, der nicht gerade unbedingt für PC ist oder für andere Konsolen außer der PS3, dann könnt ihr mir gerne mal einen Tipp geben. Weil, wow, das finde ich mir sehr interessant. Ist klar, es gibt noch Spec Ops. Das ist aber erstens kein Ego-Shooter, sondern ein Third-Person-Shooter und der soll auch emotional etwas mehr angehoben sein, weil da schon ziemlich krasse Entscheidungen ja, dafür sorgen, dass man sich schlecht fühlt oder so. So viel, wie ich mitbekommen habe. Aber es ist halt kein Ego-Shooter. So, ich baller einfach so. Ich wollte eigentlich so knapp an dem Ding vorbeiwerfen. Aber naja. Schutzraum direkt voraus. Was habe ich denn noch mit als Waffe? Ah. Okay. Okay, aber für enge Häuserkämpfe nehme ich dann lieber doch mal die. Die Schrotflinte. Genau aus dem Grund. Molotow am Fenster. Bum bum. Der Schutzraum ist da unten. Hier, bitte, für euch. Ja. Eine Granate will nicht mal in die Luft fliegen. Das ist interessant. Gut. Wenn ihr meint, dann halt nicht. Er ist tot. Bam. Die haut echt rein. Ich glaube, ich habe sofort, wenn ich privat spiele, mal auf das Maschinengewehr gewechselt, weil ich nicht so der Fan von Schrotflinten bin. Ziel ausgeschaltet. Aber es hängt auch immer daran an, davon ab, wie Spiele Schrotflinten umsetzen. Der Schutzraum ist kompromittiert worden. Weil manchmal haben sie wirklich Wumms und machen viel Schaden, manchmal sind sie einfach zu nichts zu gebrauchen. Und ja. Oh. Und wo ist dein Kontakt? Hat sich vielleicht zur Kommandozentrale zurückgezogen. Er lebt vielleicht noch. Bewegung, zu mir! Dann sollten wir vielleicht zur Kommandozentrale. Und wir müssen vorstoßen. Machen wir noch schnell. Zack. Guten Tag. Ich bin der Hausmeister, ich wollte nur mal kurz die Leitung überprüfen. Schutzräume sind auf der anderen Seite der Kriegszentrale. So, deine Leitung ist jetzt frei, nur wie deine. Raketenwerfer! Boah. Was, Raketenwerfer wo? Puh, okay, den habe ich anscheinend auch erwischt, der hier gerade lang gelaufen ist. Ziel erlebt. Ihn hat's erwischt. Okay, ich hätte die mal früher ausprobieren sollen, weil die macht mir gerade echt Spaß, die Schrotflinte. Die Spaß 12. Okay, ist ein doofer Name, aber hey. Der Name kommt ja nicht an bei einer Waffe. Ja, und das ist halt auch der Nachteil bei Schrotflinten oder Pumpguns, dass sie halt so ewig brauchen zum Nachladen. Aber gut, man soll sich nicht beschweren, ne? Jede gute Waffe hat auch einen Haken. X-Ray, die FAA hat weg wie Süd zurückerobert. Ihr seid abgeschnitten. Scheiße. Verstanden, Lehmer 9. Nehmt die Beine in die Hand, falls ihr da jetzt noch raus wollt. Na los! Okay, machen wir dann. Also, die Zeit drängt, wir müssen hier noch raus. Aber das machen wir auch erst im nächsten Teil, denn wir haben leider keine Zeit mehr. Lass mich doch mal ausreden. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns weiter und ballern uns noch ein bisschen mit der Spaß 12 durch die Gänge. Und ja, hier klingelt ein Telefon. Also im Spiel. Naja, ich sag bis dahin auf jeden Fall, das war's erstmal und bis dann. Ciao.